bei den Friday Night Highlight Fights geht es weiter mit dem Winter of Wrestling und einem Duell zwischen zwei Männern, das sich bei der letzten Show angebahnt hatte. Tarkan Aslan und Marius Alani, im Januar noch Tag Team Partner, im März erbitterte Feinde. Nach dem Teamkampf nun das One-on-One-Duell beim Winter of Wrestling. Präsentiert wird das Ganze von mir, Virgil D4. Viel Spaß damit. Aus Erfurt, Deutschland, der amtierende European Wrestling Promotion Tag Team Champion. Herzlich willkommen hier bei der European Wrestling Promotion, hier im X-Fight zu Winter of Wrestling 2. Mein Name ist Virgil D4. Wir kennen die Geschichte. Beim letzten Winter of Wrestling standen sie noch Seite an Seite und jetzt sehen wir den Mann, der dafür gesorgt hat, dass Marius Alani immer noch Tag Team Champion ist. Aber die Art und Weise hat dem Ninja nicht gefallen. Und jetzt haben wir das Duell. Alani gegen Aslan. Was bitte? Tarkan Aslan tut so, als hätte Marius Alani ihm in der Ringecke eine verpasst. Und Ahmed Scheer gibt ihm eine 30€ Geldstrafe dafür. Jetzt der Locker. Und Tarkan. Und Alani wird natürlich immer wütender, immer aggressiver. Und er lässt sich auf diese Kopfspielchen ein. Und Aslan macht es nochmal. Von jetzt der Team für Marius Alani von X-Fights. Gelbe Karte für Alani, obwohl er nichts gemacht hat. Aus der Ecke. Keine Aktion in der Ecke. Und jetzt verpasst er ihm die Ohrfeige. Gibt es jetzt die rote Karte für Alani und ein schnelles Ende dieses Matches. Das ist nochmal 30€ Geldstrafe für Marius Alani. Aber eindeutig. Okay, die hat er sich wahrscheinlich jetzt verdient. Aber trotzdem eine Farce. Und da sieht man mal, wie tief Tarkan Aslan sinken kann. Doppelter Shoulderblock. Tarkan Aslan lässt sich jetzt feiern. Aber sollte vielleicht aufpassen, was hinter seinem Rücken stattfindet. Denn Alani steht wieder und teilt mit den Forearms aus. Schickt Tarkan Aslan mit dieser Gewalt auch aus dem Ring. Der muss sich erstmal sammeln. Kassiert den Tritt außerhalb. Und noch ein Schlag auf den Rücken. Zwei. König. Weil wir zurück in den 3. Schick den Ofen. 4. Erbittert prügelt Alani auf Tarkan Aslan ein. Lässt gar nicht locker. 6. Und schickt ihn wieder zurück in den Ring. Aber Tarkan flüchtet sofort wieder. Sagt, er hat keine Lust mehr. Aslan zurück. Alani ebenfalls. Bei der Männer gezählt. 1. Es ist kein Fourth Count Anywhere Match. 3. 4. 5. Und Alani prügelt Tarkan Aslan zurück in den Ring. Bei der Männer zurück 7. 8. Und dort sind wir jetzt wieder angekommen. Alani teilt weiter aus. Explosiver Elbow. Dropkick hinterher. Und jetzt der Ansatz zum Ankle-Lock. Aber Tarkan Aslan befreit sich mit einer Rolle. Alani muss den Griff lösen, landet in der Ringecke.
Und setzt weiter nach Tarkan Aslan. Braucht jetzt aber eine Auszeit, nachdem er hart das Bein von Alani getroffen hat in der Ringecke, der dadurch gefallen ist. Und jetzt setzt er weiter. Natürlich, wenn er dem Ninja die Beine beraubt, was will Marius Alani dann noch machen? Alani wieder auf den Bein, Tarkan Aslan setzt aber sofort nach. Überdehnt das Bein in den Ring sein, in der Ecke. Und Tarkan Aslan setzt weiter nach. Immer wieder auf das Bein, überdehnt es in alle möglichen Richtungen. Hält Alani somit auf der Matte. Versucht sich zurück ins Match zu kämpfen. Aber er steht nur auf einem Bein, er kämpft nur auf einem Bein. Schafft fast nicht, die dritte durchzusetzen. Und ein Dropkick von Tarkan Aslan gegen das angeschlagene linke Bein von Marius Alani bringt ihn sofort wieder auf die Matte. Und Tarkan Aslan lässt sich schon wieder von den Fans feiern. Aber die wollen den Löwenkönig, wollen das Alpha-Tier nicht feiern. Ganz im Gegenteil. Sie schauen konsterniert, machen sich Sorgen um Marius Alani. Er humpelt in die andere Ringecke. Gezogen von Tarkan Aslan und kassiert einen Chop. Noch ein Schlag hinterher, tritt auf das angeschlagene Bein, auf den Fuß, auf den Fußballen, auf den Spann. Und wieder feuert Alani zurück, kassiert den Headbutt aber. Und der Tritt von Alani. Kommen wieder auf die Beine, Rücken an Rücken und Alani mit der kurzen Clothesline schickt Aslan zu Boden, noch ein zweites Mal. Jetzt, Aslan muss in die Seile, kontert aber, weicht aus Alani. Ansatz zum DDT und er bringt ihn durch. Aslan muss auf die Schädeldecke, das kann er. Aber reißt reflexartig den Arm wieder hoch. Das Ganze nur bis zwei, das Match geht weiter. Aslan mit der Geistesgegenwärtigkeit, mit der Ringübersicht, tackelt das Bein von Alani, bringt ihn in die, zwingt ihn in die Knie und der Knee Strike hinterher, aber auch nur bis zwei das Ganze. Alani mit dem Sleeper-Hold gegen Tarkan Aslan. Und er setzt weiter nach und schleudert Tarkan Aslan durch den Ring. Die Schulter hoch.
Die Schulter war oben, Tarkan kann sich befreien. Wie geht es jetzt weiter? Was kann Marius Alani, der angeschlagen ist, noch ausrichten? Was kann er noch auspacken? Oh, Chinbreaker hier von Tarkan Aslan, der greift sich wieder das Bein. Dragon Screw in einer einzigen Bewegung, in einer einzigen Schraube überdehnt er das Knie von Marius Alani, schickt ihn wieder zu Boden und jetzt Ansatz zum Finger vor. Nein, Einroller von Alani. Aber ausgewichen, greift sich das Bein und der Ansatz zum Ankle Lock und er bringt ihn durch. Gebt Tarkan Aslan hier auf oder schafft er es noch in die Ringseile? Und Alani muss den Griff lösen, weil Tarkan Aslan es geschafft hat, in die Ringseile zu kommen. Aber kann Tarkan Aslan noch? Hat er noch die Kondition, hier die Wände hinzubekommen? Und wieder der Tritt gegen das Bein. Ansatz zum Death Valley Driver und er bringt ihn durch. Wie viele Siege hat er mit diesem Move schon geholt? Aber nicht hier, nicht heute. Tarkan Aslan löst das Ringeckenpolster, greift sich die Ringglocke. Und erleben wir das Gleiche wie beim Winter of Wrestling. Nein, Alani klaut sich und greift zu, schlägt zu. Und das ist die rote Karte. Sieger in diesem Kampf durch Disqualifikation. Das Alpha-Tier. Wrestling Action Live, Hannover. Wir sehen uns im April im Hangar Nummer 5. Stars von WWE, NXT, Lucha Underground und viele mehr. Was geht denn hier ab? Wow! Das war allererste Sahne. Tickets und noch mehr Termine. Wrestling24.info